Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Jam mit den Chicago Bulls. Mir hat jemand geschrieben, und zwar, Max, hast du zwischendurch schon mal deine Jam-Upgrades abgecheckt? Bei mir waren die alle deaktiviert und obwohl ich sie aktiviert habe, waren sie dann zwischendurch trotzdem stellenweise wieder deaktiviert. Ich sag euch was, Jungs, das ist bei mir genauso. Die sind bei mir alle deaktiviert. Es ist kein einziges... Keine einzige Plakette ist aktiviert. Ich glaube echt, dieses Spiel wird mich komplett nutzen. Und ich weiß, dass ich die zwischendurch schon mal alle aktiviert habe. Erlaubt dir das Vertrauen des gegnerischen GMs zu sehen. Gar nicht wichtig, die Plakette. Gar nicht wichtig. Spiel unterschreiben für 4% weniger. Gar nicht wichtig. Scouting. Gar nicht wichtig. Unfassbar. Erhöht das Vertrauen des gegnerischen GMs bei Trades um 7%. Einfluss bei Trade-Verhandlungen um 6 erhöht. Ist auch gar nicht wichtig. Wir werden jetzt tatsächlich diesen Jaylen Brown-Ding nochmal probieren. Auch hier erholen sich 2% schneller. Manchmal frage ich mich echt. Plus 3 Off-Season-Training-Lager-Dinger waren auch nicht mit drin. Deswegen hatte ich das auch in der letzten Off-Season nicht. Unfassbar, dass das... Auch hier die Einrichtung ist einfach alles deaktiviert gewesen. Ey, das ist so krass. Ich kann's gar nicht. Ich kann's gar nicht in Worte fassen. Weil es ist so ein heftiger... Das ist so ein heftiger Boost, den du bekommst. Überall diese kleinen Dinger. Ja, kein Kommentar. Echt kein Kommentar. Also, es tut mir leid, dass ich es nochmal kurz probieren werde. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber ich muss es jetzt nochmal probieren. Weil ich natürlich nicht weiß, ob es eventuell was ausmacht. Besonders, ich würde mal sehen, gegnerisches GM-Vertrauen, wie das aussieht. Okay. Einmal. Zweimal. Bin ich wirklich gespannt. Hier steht's nirgends. Steht aber auch hier nicht mit dabei. Leider. Steht es nicht dabei. Oder ich sehe es nicht. Aber hier... Ich glaube, das würde mir auffallen, wenn das irgendwo stehen würde. Okay, daran lag es schon mal nicht. Das ist ja okay. Trotz allem, diese ganzen anderen Badges sind ja mega krass. Also alleine von wie schnell erholt man sich, Gesundheit, Entwicklung, wie schnell gehen Verletzungen weg und so weiter und so fort. No way. Gegner Philly. Und es gibt übrigens einen Spieler, für den würde ich sehr, sehr viel hergeben. Das ist Joel Embiid. Möchte ich bloß mal ganz kurz loswerden. Falls der mal irgendwann... Soll ich mal gucken? Ja, niemals. Niemals. Das wäre... Da würde ich auch Wendell Carter Jr. abgeben. Kannst du ja nicht abgeben. Den kannst du nicht abgeben, das wäre völlig krank. Aber wir können mal gucken, was für ein Paket denn möglich wäre. Ich bin noch bei den 76, ach, da ist er doch. Warum ist für mich der Trade ungültig? Ach, wegen der Kohle. Ja, warte mal, dann mache ich... Immer noch nicht möglich, weil er immer noch da zu viel. Ah, warum sollte er das auch machen? Nicht, dass ich auf Spaß da jetzt rumprobiere und er nimmt das dann an.
Macht er nicht. Wäre auch ein bisschen krass gewesen. Never. Never gibst du den her. Deswegen alles okay. Jetzt kommen bestimmt nochmal Angebote. Nein. Dann gegen die Magic. Wir brauchen jetzt auch mal wieder ein paar Siege. Und das sieht nach einem Sieg aus. Sehr gut. Collins, Wendell Carter Jr., Chris Dunn mit einer sehr schönen Statline, Jabari Parker. Nicht überragend, aber Hauptsache wir gewinnen die Dinger derzeit. Wie lange sind die beiden Nasen denn noch verletzt? 1 bis 2 Wochen. 2 bis 4 Wochen. Da müssen wir jetzt durch. Nein. Ja, ja. Echt Mist. Ey, kannst du fortsetzen. Ich habe alles abgecheckt. Ich habe alles probiert. Es geht leider nichts. Geht leider in der Richtung nichts. Lass mich raten. Anthony Davis nimmt uns auseinander. Chapman und Anthony Davis. Ja, da brauche ich nicht reingehen. Die zerpflücken uns komplett. Die zerpflücken uns komplett. Shit. Gegen die Wizards. Letztes Spiel verloren. Weiß ich noch. Derrick Rose come back. Und jetzt ist das wieder ein sehr knappes Spiel, was wir dieses Mal aber gewinnen. Passt. Beal mit 34. Oh, den würde ich auch bekommen, aber das ist einfach nicht der Spielertyp, den ich haben möchte. Ist mir einfach zu unflexibel. Oh, der Bericht, der sieht auch mittlerweile besser aus. Können wir dann das nächste Mal schon wieder ein paar Spieler abchecken, ne? Zumindest für die Position, die wir ja noch verbessern wollen, möchten. Ne? Spiel simulieren. Gegen die Pacers. Oh, auch die schlachten uns ab. Was geht denn ab, ey? Das ist eine Katastrophe momentan. Das ist momentan eine Katastrophe. Oh. Wir brauchen mal wieder ein bisschen Training, glaube ich. Zum Trainingsplan. Ruhetag, Ruhetag. Training. Ne, hier Training. Ist auch schon Training drin, Training, Training. Das ist dann wieder zu viel. Okay. Gegen die Bucks. Wie sieht's aus? Gewinnen wir. Nice. Rising Star Challenge spiele ich nicht. Dreier Contest. Da wäre bestimmt Devin Booker jetzt dabei, wenn er nicht verletzt wäre. Den traue ich alles zu, der ist trotzdem dabei, obwohl er verletzt ist. Er hat sich von seiner Verletzung erholt, genau jetzt, im richtigen Zeitpunkt. Wie geil ist das denn? Ups, falscher Spieler. Das ist schon mal wichtig, dass Devin Booker wieder da ist. Weil, einfach wichtig, echt wichtiger Typ. Okay. Dann könnte er jetzt eigentlich dabei sein. Ist nicht dabei. Hauptsache Golden State, Golden State, Golden State. Passt bei euch, oder? Wir spielen mit Klay Thompson, weil er einfach der Rekordschütze ist. Mal gucken, ob wir dieses Mal dieses Ding gewinnen können. Ich habe es noch nie gewonnen. In meiner ganzen NBA 2K-Laufbahn habe ich es noch nie gewonnen.
Ich habe letztens mit Björn im Podcast drüber geredet. Wird dieser Rekord von Klay Thompson in einem Spiel nochmal gebrochen? Wir waren uns beide einig, 14 Dreier, da wird auf jeden Fall nochmal gebrochen. Und höchstwahrscheinlich von Stephen Curry. Ich glaube, dass er das wirklich schaffen kann. Aber auch die Thematik. Wie findet ihr das? Ich meine, Klay Thompson hat noch 5 Minuten im dritten Viertel zu spielen gehabt und hätte dann auch das ganze vierte rein theoretisch durchspielen können. Aber sie sagen dann als Team, Franchise, Trainer, Klay Thompson, hey, pass auf, das reicht. Er hat zu Steve Kerr gesagt, hey, komm, noch 2 Dreier, dann habe ich diesen Dreier-Rekord. Und ja, ich finde es gut, dass sie dann den Gegner nicht demütigen, weil die Bulls waren eigentlich schon, die hätten zur Halbzeit schon mit der Second Unit auflaufen können. Der Dreier-Rekord, ich schätze, der wird irgendwo bei 16, 17 landen, irgendwann mal. Du kannst gerne mal in die Kommentare schreiben, was du glaubst. Was wird der Dreier-Rekord? Ich glaube, er wird auch in diesem Jahr nochmal gebrochen, also in dieser NBA-Saison. Kann natürlich aber auch eine Überraschung geben und es bricht jemand diesen Dreier-Rekord wie Damian Lillard. Aber ob der mal gegen irgendeinen Gegner so absolut heiß laufen wird, ich weiß es nicht. Aber wir sehen hier am zweiten Rack. Hat aber ganz, ganz große Probleme. Hat jetzt gerade mal 3 Punkte, wenn er die beiden jetzt noch trifft. Er geht mit 4 Punkten zur mittleren. Und dann ist das schon eine schwierige Geschichte. Aber ich halte mich zurück, weil ich bin ja da auch absolut kein Profi. Das sieht gar nicht gut aus für Damian Lillard. Das sieht gar nicht gut aus. Selbst wenn er jetzt noch irgendwie 3-4 Stück reinmacht, dann alle daneben. Alle daneben. 11 Punkte. Ich sag's für uns. Aber 11 Punkte ist auf jeden Fall wenig. James Harden. James Harden spielt eine unglaublich unattraktive Saison. Gefällt mir überhaupt nicht. Auch wenn er jetzt verletzt war, die Spiele, die er gemacht hat, haben mir alle gar nicht gefallen. Von seiner ganzen Körpersprache her. Es klingt total krass, aber man sieht eigentlich doch, dass James Harden limitiert ist in seiner ganzen Art und Weise, Basketball zu spielen. Das, was er kann, kann er wahrscheinlich mit am besten von allen Spielern in der NBA, aber er kann halt auch einfach vieles nicht. Zum Beispiel kann er keine Spielführung übernehmen. Er kann nicht dieser Floor General sein wie ein Chris Paul. Er kann nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Er hat einfach nach wie vor in der Defense Schwächen. Und wenn sein Wurf nicht fällt, dann merkt man oft bei ihm, dass ihm die Alternativen fehlen. Das macht ihn für mich einfach zu keinem Top 5 Spieler in der NBA. Das ist meine persönliche Meinung. Jetzt kommt McCollum. Der uns auch mal gut läuft. Eigentlich auch mal heiß laufen kann, aber nicht so krass. Ich weiß gar nicht, was von CJ McCollum der Rekord ist. Ich würde jetzt mal so 8 Dreier schätzen oder sowas. In der Richtung. Werde da auch nie das Game vergessen. Opening Night war es, glaube ich, letzte Saison. Trailblazers gegen Golden State und Damian Lillard und McCollum haben zusammen, glaube ich, 70 Punkte gemacht und verlieren trotzdem. Das war schon auch Wahnsinn. 4 Punkte braucht er noch. Es wird eng, aber es wird er schon noch schaffen, glaube ich. 8? 9? Nein? Nein? Und er hat nur noch 3 Sekunden. Er muss jetzt einen treffen. Der geht raus. Wenn der jetzt fällt, hat 9 Punkte. Jetzt kommen wir. China Clay. Ich werde es wieder so verkacken. Ich kann es halt auch einfach nicht so gut. Okay, die ersten... Oh, bei dem Moneyball habe ich jetzt leider voll auf den Bildschirm geguckt. Okay.
Ja, komm, wenn ich da jetzt nicht drin bleibe, das wäre echt ultra peinlich. Fällt. Komm schon. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall schon mal mit dabei. Oh. Nicht auf den Bildschirm gucken, sondern auf den Balken. Ne? 18 Punkte. Ich glaube, ich bin mit dabei, wenn ich mich nicht täusche. Achso, außer KD schießt mich jetzt raus, oder? Ich hätte noch viel mehr treffen können. So. Startet auch nicht so gut rein, aber KD kann halt jederzeit auch mal ein komplettes reinnageln. Das macht er jetzt wahrscheinlich auch. Ah, macht wieder welche daneben. Der fällt raus. Was mir jetzt auffällt, die werfen alle relativ langsam. Also ich bin ja zum letzten Rack und war schnell genug. Aber die sind alle echt ziemlich slow unterwegs. Und... Aber um 18 wie ich zu machen, muss er jetzt auf jeden Fall... Er muss alle treffen. Er muss alle treffen. Bitte, hör auf. Nein. Wir sind mit dabei. Wir sind mit dabei. Krass. Also zumindest bin ich schon bei der zweiten Runde. Das ist ja auch mal schön. Und der fällt. Der zweite daneben. Der dritte daneben. Der vierte auch nicht. Der fünfte fällt. Moneyball geht rein. James Harden, zweites Whack. Läuft nicht. Läuft nicht. Läuft nicht. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ein komplettes Whack daneben geworfen. Ja, das wird, ey, meine Chancen waren, glaube ich, noch nie so groß, das Ding mal zu gewinnen. Moneyball kommt. Und der sitzt bestimmt. Krass! Kann maximal noch 16 Punkte machen. Er trifft kein Scheunentor. Okay. Okay. Ich hab's nicht gesagt. Ja, 12 Punkte ist trotzdem mega wenig. Jetzt kommen wir erst. Volle Konzentration. Komm schon. Ich schau bloß auf den Balken. Ob der Ball reingeht, ist total egal. Fällt. 5 Points. Ja, Moneyball fällt. Komm schon. Wie kriege ich denn hier keinen perfekten? Moneyball fällt. Komm schon. Ich krieg ums Verrecken keinen perfekten. Ich habe alle 5 Moneyballs getroffen am Ende. Willst du mich verarschen, ne? Ich habe echt nur auf... Ich habe nur auf das Ding geguckt. Alter, 24 Punkte. Bitte, komm schon, gönn mir den ersten Sieg im Dreier-Contest. Steph, hau ab, ey. Ich hab's nicht geschafft. Also ich hatte jetzt wirklich einen einigermaßen guten Touch. Ich hab's nicht geschafft, einen Grün zu treffen. Immer so, dass dieses kleine Stückchen frei war. Steph, bitte hau ab. Hau ab. Ah, lass dir Zeit. Dreh dich noch ein paar Mal. Ah, schön. Starkes Ding. Ah, so wollen wir dich sehen. Arsch. Er muss schon extrem viel treffen. Er muss extrem viel treffen. Ich glaube, es ist vorbei, oder? Ich bin's. Ich habe 24 Punkte. Er kann nicht mehr gewinnen. Ich habe gewonnen.
Ja. Endlich. Ey, ich hätte es nicht gedacht, dass ich dieses Ding auch endlich mal gewinne. Another terrific year for the three-point contest and another terrific champion. Ja, woo, buddy. Und vor allen Dingen, dass ich die letzten fünf alle reinzimmer. Heftig. Heftiges Ding. Nice. Schade, dass Devin Booker nicht mit am Start war. So, dann wäre als nächstes der Dunk-Contest am Start. Wir machen jetzt aber hier mal eine kürzere MyGM-Folge, weil dann kann ich in der nächsten Folge den Dunk-Contest mit reinnehmen. Wenn da irgendwas Spektakuläres ist, dann kann ich das auch einfach nochmal separat anteasern, Thumbnail machen. Wenn der unspektakulär ist, dann machen wir einfach ganz normal weiter und vielleicht gibt es ja auch noch irgendwie was anderes, was wir als Storyline benutzen können, als Aufhänger. Das war's wieder mit MyGM. Ich gewinne das erste Mal den Dreier-Contest. Thanks, ich habe auch bestimmt mega Glück gehabt, weil auch die anderen total schlecht geschossen haben. Wie gesagt, vielen Dank fürs Reingucken, bis zum nächsten Mal, euer Max. Ciao. Und nicht vergessen, Plaketten zu aktivieren.